Ja, liebe Leute, heute geht's endlich los wieder mit FIFA und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 21. Wir machen heute weiter und ja, die Saison soll ein bisschen mehr Umbruch passieren, weil, ja. Weil wir gerne ein bisschen mehr Kohle investieren wollen für den Kader. Dementsprechend passiert heute einiges oder versucht zumindest einiges. Weil der Club soll ja mit viel, viel Geld verstärkt werden. Wir wollen nämlich diese die Meisterschaft angreifen und alles drum und dran. Das ist das oberste Ziel. Dementsprechend wird halt viel heute wird viel passieren. Weil wir viel Geld investieren müssen. Oder wollen wir auch immer. Jetzt gehe ich ein bisschen weg von Realismus. Jetzt versuche ich mir die Spieler zu holen, die dem Verein langfristig helfen sollen. Dementsprechend kommen natürlich heute das ein oder andere Transferfenster zusammen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob wir es hinkriegen, heute noch die Bayern zu, das Bayern-Spiel zu sehen. Müssen wir mal gucken. Ja, jetzt geht es nämlich Richtung... So, jetzt gehen wir mal rein. Was da so noch alles passiert. Oh, natürlich, natürlich. Was haben wir denn? 58 Millionen. Haben wir nicht irgendwas mit 60 Millionen erst bekommen? Ja, natürlich. Wird natürlich jetzt passieren. So. Mal gucken, was heute noch so passiert. An 6.8. Okay, das kann sein, dass wir heute tatsächlich nur Transfer. Dass wir nur Transferfenster heute sehen. Ja, es kann alles passieren. Ich glaube, mein Ding. So, Anfangsangebot. Ich gehe auf jeden Fall Mindestverkaufsumme. Ich möchte gerne Minimum 10 Millionen für den Spieler haben. Das wird Darmstadt aber nicht machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. So, warte mal. Jetzt müssen wir gucken, was wir auf der Transferzentrale noch so sehen. Was haben wir denn... Dann die Olmo, der wird wahrscheinlich nicht in den Verein kommen. Ja, sie sage ich ja, da wird nicht passieren. Ein Alter 30, ja. Das ist genau das Problem. 39 Millionen, 58 haben wir. Ja, 120 Millionen, vergiss es. Dann gehen wir mal rein in das erste Angebot mit. Obwohl, ich hätte dann die Olmo holen müssen, ne? Aber versuchen wir es erstmal. So, Angebot. Senden wir mal das Angebot erstmal ab. Warte mal, die Frage ist: Olmo wird. Okay, 102 Millionen. Ne, dann gehen wir mal rein. 50 Millionen. Ja. 27 Jahre alt. Akzeptieren wir das ganze Ding? Ja, halt. Was haben wir denn? Oh, er bekommt auch schon so viel Geld. 90. Angebot absenden. So, dann dürfte Rashica auch durch sein. Der wechselt zu uns.
Ja, ich würde gerade halt umbauen, ne? Das ist es einfach. Das ist, wenn jetzt viele Vereine, viele Spieler gehen, viele Spieler kommen, ich möchte Paulinho eigentlich fast gerne sogar behalten. Aber dadurch ist es halt. Aber ich möchte halt den Club jetzt bezüglich der neuen Saison ein bisschen aufbauen. Deswegen, wenn heute viel passieren an Transfers. Ja, ich kann halt den Spielern. Was haben wir denn hier? Spielerverhandlungen. Was haben wir denn? Delegieren. Anfangsangebot. Mindestens Verkaufszimmer. Ich möchte ihn gerne für 50 wegkriegen. Die Frage ist, ob ich ihn kriegen kann für die Kohle. So. Deswegen, ich brauche halt irgendwo auch Geld. Und deswegen soll halt viel passieren. Es soll noch ein Dani Olmo kommen. Die Frage ist, ob die Kohle dafür kommt. Transfer von Amatei. Ja. Ja, Monaco möchte nicht. So, dann lassen wir für 7 gehen. Dann bin ich so also raus aus der Dings von der Summe her. Gucken wir halt, wo alles kommt am Ende. Oh, Arsenal holt Dominik Stimmeschleif von RB. Amatei ist weg, den Körper hat er verlassen. Ich guck mal gerade, was wir noch an Kohle da haben. Aktuelle 13 Millionen. Ja, ich hätte ihn gern gehabt. Ich hätte ihn gern geholt. Der ist nämlich noch relativ jung und das ist ein gutes Talent und alles. Rashica. Soll ja eigentlich hinter den Spitzen spielen. Ja, wenn man kriegt Rashica noch ein Trimzentrale. Was haben wir denn hier im Moment? Ich muss gerade kurz was gucken. Spieler behalten wir es nicht. Taktikvorlagen wir es auch nicht. Ich starte meine Karriere. Warte mal, ich suche es gerade raus. Trainingstag. Entwicklung. Hier unten Entwicklung. Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. So. Der kriegt nämlich jetzt als ZOM noch eine. So, dann wird er nämlich jetzt als ZOM noch angelernt. Das war nämlich der Plan an der Sache. Aber viel wird er wahrscheinlich jetzt so. Ah. So, machen wir mal weiter. Transferangebot für Alario. Die Frage ist, wie viel? Ist das immer eine Frage, wie viel? 27,5 Millionen. Ah, delegieren. So, die große Frage, was passiert noch heute? Hm? Wahrscheinlich wohl nicht wundern, wenn jetzt da kommen wir jetzt irgendwo der.
genau, Alaria. Das war mir fast klar. Aber das ist nicht mein Problem. Ich behalte ihn gerne. Transfergang von Biontech. 11,8 Millionen? Vergiss es, Leute. Also, nee, nein. Hat Monaco gerade 65 Millionen für den Spieler geboten? Nee, ne? Haben sie nicht. Oh. So. Übereinkunft. Jantek. Warte mal. Was? 37,5 Millionen. Ja, doch, tatsächlich. Dann kann ich nämlich nochmal umbauen. Kann ich den Kader nochmal was aufbauen? Ja, Olmo wird wahrscheinlich von der Kohle her nicht kommen. Die Frage, was passiert jetzt am Ende? Ja, ich will nicht. Frage, was passiert jetzt noch? Ja, ich meine, ich werde wahrscheinlich nochmal einen neuen Stürmer kaufen müssen. Transfergebühr für Schwolo. Transfergebühr für Karade Rabeck. Hält sich 10 Millionen. Sevilla möchte Schwolo haben. Ich möchte für 20 Millionen. Pass auf, gib mir mal. Rundet das ganze Ding mal auf 30 auf und dann können wir mal. Sagen wir mal 25. Dann könnte man drüber reden. Delegieren. Mindestverkaufssumme 22. Da will ich nochmal ran. Millionen wollen sie haben. Ja, komm. Dann nehmen wir einen Raum. Dann verkaufe ich den Spieler für die Kohle. Dann kann ich doch mal versuchen, was nachzurüsten. Ich habe ja Alternativen. Ich muss ja nicht unbedingt jetzt noch einen neuen Stürmer verpflichten. Mindestverkaufssumme 10. Millionen für Schwolo. Ja, ich weiß, dass ich jetzt gerade meinen Kader komplett umrüsten werde. So, was haben wir denn noch? Was haben wir hier? Sevilla, okay. Timo Horn, wo ist er denn? Da. Auch schon 30. Gut, ich bin in meiner vierten Saison, ne? Das kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich. Na klar, die Spieler sind ein bisschen was auch nicht älter geworden. Schwolo schon weg. Krass. Weg. Und Schwolo weg. Krass. Ich habe einfach mal 46 Millionen. Gut, für die Kohle werde ich mir jetzt wirklich nochmal nachrüsten müssen.
Was? Haaland? Ja gut, 319 Millionen hat der an. Ne, die Kohle, die habe ich nicht, um den zu kassieren. Richarlison, 158 Millionen. Ja, die sind einige natürlich eben richtig cool. So. Ja, ich versuche natürlich jetzt einen Timo Horn zu holen. Den gehen wir mal rein in die Transferverhandlungen für den. Transferangebot. Also sagen wir mal 8. Ich probiere es mal auf 8 Millionen zu gehen. Vielleicht sagen sie ja, ist okay. Ah, leck mich doch. Ja, komm. Schlüsselspieler. Keine Freigabesumme, die nehmen wir natürlich nicht raus. Ich gehe jetzt natürlich, ich skippe jetzt ein bisschen. Gehalt. So, damit haben wir das Ding auch durch. Dann haben wir auch eine neue Nummer 1 im Kader. Ja, ich brauche vielleicht sogar noch, doch noch. Ich glaube aber nicht, dass ich noch einen Stürmer noch brauche. So. Da würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter bei FIFA.